Du, Hashtag. Achso. Hashtag Tales of Beans. Hashtag Tales of Beans. Da sind wir wieder. Das haben wir. Das haben wir dabei. Das haben wir prima. Da sind wir sowas von prima. Wir heißen euch wieder willkommen zu der wunderbaren Session Tales of Symphonia, Gino und ich. Wir sind ausnahmsweise mal nicht live, weil wir heute ein paar parallele Produktionen haben. Zwei Wörter mit P. Produktion. Parallel. Parallel Produktion. PP haben wir jetzt gerade. Ja, aber das soll euer Tales of Symphonia Vergnügen nicht stören. Und wir sind letztes Mal ganz knapp nochmal durch den Endboss gekommen. Ne? Wir haben es geschafft, weil wir die Besten sind. Gregor, weil wir die Besten sind. Weil wir die Besten sind und die beste Taktik haben. Genau. Wir sind zurück nach Asgard gekehrt. Wir haben mit denen, können wir ja ruhig ganz schnell aufs Ingame schalten. Ja, machen wir nochmal, ne? Wir sind zurückgekehrt nach Asgard, um dort mit den falschen Abgesandten irgendwie zu klönen, aber dann hat den Colette verziehen. Und jetzt müssen wir irgendwie den Zugang finden in Richtung Turm? In Richtung Turm des Mana. Genau, das wäre eigentlich unser nächstes Ziel. Genau. Nachdem wir den ganzen Menschenfarm gelöt gemacht haben und anscheinend, warte mal, ich versuche mal an denen vorbeizulaufen. Das richtige nächste Ziel, wir brauchen einen Schlüssel, um reinzukommen, wir waren ja schon direkt davor. Wir müssten wieder nach Chima, weiß ja noch, wo das ist, ne? Ja, diese Bergstadt. Die Bergstadt ist es, genau. Mit der tollen Musik. ja, wo du sagst, Toto, verdammt. Diese Clowns-Musik. Die auch nicht aufhört. Ja. Willst du da pennen? Ich will. Ach ja, nee, brauch ich hier gar nicht, ne? Haben wir schon. Naja, stimmt. Haben wir in Asgard. Haben wir über Hashtag Tales of Beans. Tatsächlich kommt da regelmäßig mal so, ey, vielen Dank für den Tipp und dass die Leute das kaufen und das durchspielen. Ja, also total auch, cool. Also auf Twitter. Natürlich, hatte ich dann auch gesehen, wo einer schön den Abspann gepostet hat. Ja. Man kann natürlich ein bisschen schneller durchkommen, wenn man nicht 2 Stunden pro Woche dann spielen kann. Oder diese fucking Marienkäfer. Oh, ich halt. Die sofort abgebrochen wurde. Oh, was war ich denn da? Achso, wir haben 4 Attacker, ne? Ja, aber das können wir erstmal lassen. Ja. Also, das sollte kein Problem sein. Ja, also gerne weitermachen. Wir hatten das schon mal erwähnt. PC-Version erstmal noch meiden, weil die soll anscheinend nicht so geil ist. Aber es gibt es ja immer wieder regelmäßig für PS3 im Sale. Also, dass man. Ja, es gibt diese PS3 doch, diese Combi-Box, wo du genau, den ersten mit, und zweiten mit dem Teil ersten hast. Und zweiten Teil zusammen oder. Wenn man die normal im Laden kauft, die hat auch nicht so viel gekostet, irgendwie 29 Euro für beide Spiele. Ja. Oder getrennt gibt es ja auch schon mal für unter 10 Euro. Genau, jeweils. Wobei die GameCube-Version, die Original, super teuer ist. Ja. Ich weiß, dass ich die irgendwie verkauft habe vor 3-4 Jahren, irgendwie für 60, 70 Euro oder sowas. Also ja, das ist schon echt nicht ich hatte meine an den Kumpel abgegeben für ein bisschen günstiger, damit, weil der Bock drauf hat, gesagt, verzichte ich auf ein bisschen Kohle. Mhm. Aber ansonsten, ja, GameCube-Sachen, gerade solche, sind durchaus seltener geworden, bekommen dann Liebhaberpreise. Mhm. Aber wer kein GameCube hat und das nicht unbedingt genauso machen möchte, der kann auch ruhig auf. Guck mal, genau, der bringt mich nach Chima. Begleitet ihn. Der ist mit der PS3-Version auch voll gut genug bedient. Also da gibt es nicht so viel. Hat ja auch ein paar mehr Inhalte, ne? Sagst hat du? Ein paar mehr Inhalte, weil es basiert auf, auf der PS2-Version, die es nicht. In Europa und im Westen gab. Mhm. Und da wurden die Sachen mit reingeflochten. In die Variante. Was ist denn los? Von dem Gasthaus gibt es ein Handgemenge. Aha, oh Gott. Da müssen wir sofort hin. Da müssen wir hin. Und ein bisschen mit den ein bisschen mit den Händen mengen. Und mit unseren Schwertern. Oh nein! Oh Gott! Oh nein. Okay, gib ihm den Rest. Abenteurer. Das wird schwächer. Aufhören. Nein. Das ist doch meine Mutter. Misch dich nicht ein, das ist unsere Beute. Clara ist das. Ach, Clara ist es. Oh Gott. Oh nein. Hat Colette und Ray. Wo läuft denn hin, Clara? Moonwalkt weg. Ja, ja. Also mit den Knien ist es nicht mehr so bei ihr. Die Moonwalken auch die weg gerade. Die Moonwalken jetzt auch dahin. Und Genie's Moonwalk auch. Ja. Oh, da ist die Ex-Fee abgefallen, oder? Oder was ist das? Oder das Andenken an ihre. Das ist ja der Schlüssel zum Turm des Mana. Oh, was ein Zufall. Hoffentlich ist sie in Sicherheit. Gehen wir zum Turm des Mana und holen Boltzmanns Heilverfahren für Clara und Pietro. Ja, dann müssen wir hoffen, dass das Clara, das war auch die Frau vom Bürgermeister, ne? Genau. Aus Palma Costa. Die er ja versucht hat, die zurückzuwandeln. Zurückzuwandeln, aber hat nicht gewinnt. Die Blutschlucht. Ja, die Blutschlucht mit der Musik. Haben wir jetzt irgendwie was? Haben wir was hier klingend hat? Schmuckstab. Aber theoretisch. Wir können uns einen Helm holen. Ja, Rapier. Warte mal gucken, ob das überhaupt. Leichtes Rapier? Aber wir sehen nicht, wie gut das ist.
Ja, ich will das ist auch, halt kein Dark Souls, ne? Ja, ich kann, ich kann leider auch hier nicht auf Dreieck drücken, um zu gucken, wie viel das bringt, weil wir nicht mal die Möglichkeiten haben. Sonst hätte ich geschaut, lohnt es sich dann nochmal hinzugehen? Aber leicht, also, ich glaube, hier kann nicht besser sein, als das, was nee. Geht. Also, vielleicht ist es leicht besser. Deshalb. Leicht besser? Ja. Ja, okay. Mal gucken, ist Clara da irgendwo oben? Was machst du denn hier? Oh, ist das noch wie ein Hund? Wie heißt der nochmal? Rocky. Zwei Hunde gab es hier. Und oben die Gräber von der Menschenfarm. Ganz oben war noch einer. Ich will mal kurz gucken, ob... Also eigentlich kann es ja nur einen Weg geben, wo Clara ist. Und die bekämpfen sie da oben, aber... Pustekuchen, ne? Ja, ja. Da konnten wir zum Turm des Malers. Wahrscheinlich. Ja, mit dem Flug... mit dem Flugzeug. Genau, mit den, Drachlis. Drachlis. Dass man da hinkommt. Weil dann begeben wir uns eben zum Turm des Mana, jetzt wo wir den Schlüssel haben. Warum Clara den Schlüssel zum Turm des Mana hatte, lass sagen, ist eine glückliche Fügung des Schicksals. Mhm. Genauso ungeklärt, was mit dem Brief an Pietro. Pietro? Ah ja, passiert. Genau. Nee, an Alfred. An Alfred passiert. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass diese ganze Alfred-Nummer, dass Alfred ist ein Bonuscharakter. Den man später in die Party bekommt, den es aber nicht in der Gamecube-Fassung gab. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich meine Tales-Spiele durcheinander bringe. Weil ich weiß auch, dass bei Tales of Eternia hatte man auch so einen Piraten, den man mit reinnehmen konnte in die Party. Oder alle Piraten heißen Alfred in den Tales-Spielen. Alle, genau. Die ganze Besetzung. Ausnahmsweise. Ich bin auch ein bisschen zu entschuldigen, falls mein Energielevel im Moment noch ein bisschen down ist, aber das Chat-Duell von gestern hat mir... Ach so, ja, das ist das, was ich angeschlagen habe. Ich weiß nicht, ich bin mit Kopfschmerzen aufgewacht. Oha. Ja, nach der Rankenhieb-Geschichte. Ja, der Rankenhieb hat mich. Nee, das war ich, das war ich. Der Rankenhieb hat mir zugesetzt. So, naja. Achso, wir haben keine. Ja, genau. Wir packen Rain nachher wieder in die Party. Sag mal, die sind aber auch schön. Ja, die sind gut. Die sind wirklich. So, aber jetzt. Yes. Guck mal, jetzt auf einmal vorhin, die hatten, glaube ich, einen Abwehrzauber gewirkt. Mhm. Und jetzt geht es bei uns einigermaßen besser. Ja, ich weiß nicht, ob mir das gestern zugesetzt hat, aber komm. Also wir haben vorhin schon drüber geredet. Nenne eine Pokémon-Attacke. Klar, Tackle ist mir auch eingefallen, aber ich dachte, ja, Tackle, so heißt es auf Englisch. Aber heißt es auf Deutsch? Ich glaube, meinst du nicht, die hätten beides gelten lassen, selbst wenn es auf Englisch gesagt ich hätte? Weiß, oder denkt man drüber nicht nach in der Kunst? Wahrscheinlich nicht. Also es wird. Ja, doch, also als Kandidat denkt man drüber nach natürlich, aber die Sache ist eben, was die Jury dann zulässt oder nicht. Ja. Und alle anderen Pokémon-Attacken sind hier eingedeutet. Ja. Ja, deshalb denkst du auch eher drüber nach, okay, dann muss es auch für Tackle was geben. Was wäre denn Tackle? Ich kenne jetzt Tackle auf Deutsch. Was würde das denn theoretisch heißen? Das ist ein Stoß, Angriffsstoß? Ja, irgendwie sowas. Ein Tackle wird wahrscheinlich besser sein als Angriff, was alles sein kann. Mhm. Wegstoßen irgendwie so, ne? Ja. Und auf dem Gameboy wird es dann wegstoßen aussehen, weil dann... Oh. Also warte mal. Hier war das knapp. Und dann ärgert er sich. Jetzt ärgert er sich. Gedacht, oh nein, jetzt ist er auf das Tier gestiegen. Auf dem Pferd. Nicht schnell genug. Oh nein. Die Viecher, ey. Nicht schnell genug. Was sie sich auch gedacht haben, die so aussehen zu lassen. Die Schleimbolzis. Ficky, ist euer Ernst? Ja. Oh ja, so ein fettes Ding. Ja, und da fällt er auch noch runter. Holy Song. Holy. Da sind wir wieder. Ups. Ja, da ist dein Tierchen weg, du alte Saftnase. Zack. Sehr schön. Gerstenreis und Pasta sind denen aus dem Hintern gefallen. Okay. Immer würde mich auch freuen, ne? Ja, ansonsten haben wir es aber einigermaßen gut gemeistert gestern. Da liegt eine Blume. Ja, Prankenhieb. Prankenhieb. Der Prankenhieb war schon gut. Ist doch Bisasam, oder nicht? Ja. Oder jede Pflanze. Jedes Pflanzending. Was war ATM nochmal? Was war der Abfallmensch? Der Abfallmensch. Abfallmensch. Ja. IPKI-Abfallmensch. Denk nur, wie viel Wissen in diesen Büchern enthalten ist. Und nackte Bilder. Nackte, vor allen Dingen nackte Bilder. Der Orakelstein. Genau wie im Buch der Erinnerung beschrieben. Gucken wir mal, ob Colette wieder die Hand aufhalten kann. Streich mal drüber, Coletti. Rotti Karotti? Oh.
Aha. Letty Coletti. Es ist nicht aufgegangen. Schau euch diesen magischen Kreis an. Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt herumbeamsen. Diese Vorrichtung aktiviert. Hm. Es scheint so. Guck mal, das sind drei Zeichen und drei Türen, glaube ich, die in diese Richtung führen, ne? Stell dich mal auf diesen blauen Kreis. Jean ist da hin. Aha, ja, genau. Nach vorne, da. Rechts. Und wahrscheinlich die drei Türen jetzt auf. Nein. Oh. Ist abgegangen, ja. Größe A, okay. Und dann geht's wieder zu. Das heißt, und guck mal, wir drei müssen hier bleiben, ne? Dann schätze ich mal Lloyd, Kratos und Rain, ne? Ja. Er ist gefährlich, aber wir haben keine Wahl. Ja, wir wollen ja auf dem Rückweg nicht vor einer verschlossenen Tür stehen. Leute, wir drei Leute außer Colette aus, die hier bleiben sollen. Colette muss mit dabei sein. Rain ist nicht zufällig schizophren. Tut mir leid, aber sie ist ein bisschen seltsam. Colette, geht's dir gut? Ach ja, wir brauchen sie ja. Ach, ne? Dann müssen wir aber, also wenn Colette mit dabei ist, wenn wir zu dritt dann unterwegs sind, also Kratos wäre natürlich cool, aber Rain, das geht nicht. Rain brauchen wir eigentlich für ihre Heilmagie. Ich voll verplant, dass wir nur zu dritt sind. Ey. Ja, dann machen wir es so und dann, ich glaube, Colette kannst du ja auch für Angriffsmagie dann verwenden. Zum Desmana, wenn wir gerne mal genauer sehen, ja. Ja, das ist wirklich nicht ohne. Wie war das jetzt? Machen wir jetzt mit denen jetzt komplett den Dungeon? Ich glaube den Part und dann warten die nächsten, weil es sind ja drei Türen, die hier sind, ne? Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier diese Wendeltreppe hoch. Ja. Und so, gucken wir mal, was die mal so kann. Ach, ich vergesse es immer wieder bei Status. Ah ne, bei Tech war das. So, du hast auf manuell. Okay, Also, Angel Feathers. Wraith Thrust, Power Hammer. Ja, Item Thief können wir wegnehmen, weil da kippt sie immer um, nachdem ihr das gemacht okay, hat. Item Thief, so Paraball. Das lernt sie danach. Ring Whirlwind haben wir, Item Thief, Damage so, Guard. Wraith Thrust, Angel Feathers. Power Hammer ist okay. Holy Song könnten wir da drauf machen bei Item Thief. Verbessert zeitweise Abwehr. Ja, okay. Abwehr und Angriff, eigentlich ja, ist das ganz geil, ja. Für unten. Ansonsten Wraith Thrust, Powerhammer. Ring Whirlwind ist gut, Powerhammer ist gut, Wraith Thrust ist gut. Und dann ja, habe ich Angel Feathers und Ray Satellite. Was ist das denn noch? Hält dein Chakram im Orbit. Engelskill. Ring aus Lichterschein. Okay. Ja. Und nach unten ist Holy Song. Okay. Ja. Unten ist Holy Song. Ja, okay. Wir probieren es einfach mal. Wir testen es mal aus. Ah, können wir die auch wegbumsen? Mit dem Feuer? Oh ja, wahrscheinlich, aber. Okay. Ja. Vielleicht bleibst du lieber hinten und wächst die Sachen oder so, ne? Ja. Ist die so Medium Distanz? Ah, ja. Immerhin das. Yeah. Aber ich denke mal, die Gegner sind auch so gebalanced. Ja, muss ja, klar. Dass man nicht jetzt auf 20 gleichzeitig trifft. Das geht auch. Da beschweren sich wieder Leute, dass wir den Gegner ausweichen. Ja, aber wir haben es nur einmal. Wir haben Quar besiegt, hallo. Wir haben es einmal ausgetestet, ja. Mensch, Leute. Okay, so. Dann müssen wir. Okay, ja, das geht auch. Okay, achso, wenn das jetzt durch. Also ich hatte vorhin schon geschaut, Wasser des Lebens haben wir noch genug. Ja? Ach ja, wir haben ja extra eingekauft und nichts gekommen. Benutzt für Quar. Ja. Ich bin einmal gestorben. Ich will auf den Knopf drücken, drauf zu hauen vorher, aber. Ey, ich hab geblockert. Ach doch, irgendwas. Okay. Boah, das dauert ewig. Ja. Aber es zieht gut aber ab. Es ist hilfreich, ja. Ich glaube, Angel Feathers lohnt sich, wenn du ein bisschen weiter hinten bist. Ruhepool. Ne? Ja, auf jeden Fall. Dann kannst du vielleicht als erste Attacke das wirken. Wie ist es denn? Boah, ich dachte gerade, das wäre Mimikry. Ja, und das Eisenhelm, den wir. Ja, für dich sogar. Ausrüstung. Ne? Oh, Schichtleder. Wo habe ich denn Schichtleder hier auf einmal? Mach mal hier so ein. Genau. Mach doch hier Dings.
So, das Dreieck, ja. Kralring. Stellt beim Kampf regelmäßig der 1%. 1%? Lass das wie. Aber, ja, gut, aber wir immer wieder während des Kampfes. Kommt dazu, ist glaube ich hilfreich, als wenn du jetzt ein. Ja, wir lassen es einmal da dran. Ah ja, Spiegel. Oh, ja, okay, das ist ja. Das soll ja jetzt erstmal nicht so schwer sein, oder? So, und wir müssen dann den hier anbringen, oder? Da oben den Vorhang wegbrennen, oder? So da war es der Vorhang? Ja, 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 ne? Ja, noch mehr. Jetzt kommt das Licht. Ja, nicht dahin schieben wohl. Dann in die Mitte. Ja, genau. Zack. Okay. Teleport-Dinger machen. Oder das rechte? Ja, die Tür ist aufgegangen auf der linken Seite. Okay. Alles klar. Eine Seite macht die Tür auf, die andere leuchtet. Ah, leuchtet die. Was ist denn das? Ah, Leute, das ist ja fantastisch. Du kannst mich sehen. Ein Fernseher ist es. Skype. Leute, die Tür auf dieser Seite ist aufgegangen. Wir gehen rein. Ah, und jetzt sind wir in der anderen Party wahrscheinlich. Und dann kommen wir. Dann kommen wir zusammen. Alles klar. Dann nimmst du Kratos. Und ich nehme China. Die Sachen müssen verteilt sein. Ja, dann gehe ich nochmal kurz, guck nochmal kurz auf die Tags. Summon Corinne, ja, wir haben alle Sachen. Alles klar. Okay. Geradeaus, ne, oder? Die Geradeaus-Tür. Waren noch nur zwei. Ja, was ist eigentlich hier mit den. Sehr gut. Die Wege sind kompliziert, wir brauchen Rain. Ja, danke. Das hätte ich vorher mal machen müssen. So, also. Irgendwas wegburnen. Rechts wahrscheinlich wegburnen. Oder? Nee. Kein Burner hier. Ist schon da ist der Burner. Wie unnötig, dass man noch hingehen muss und den Vorhang irgendwie wegbrennen. Ja. Macht's alles nochmal ein bisschen. Guck mal, da geht's jetzt in so eine Art Luke rein. Achso, direkt. Ja, warum auch nicht? Okay. Warum auch nicht? Ah ja. Jetzt wird's ein bisschen. Wir sind komplexer. Oh, aber. Speicher und eines von euch nehme ich easy schon, ey. Ja, dann speichere ich lieber vorher mal. Ja. Lieber safe than sorry. Ja. Safe and sorry. Wobei, die Mimiki sah auch anders aus. Ist ein bisschen größer, metallisch, oder? Ja. Ja, sicher. Und Robe. Gut. Kraft des Mondes. Gut, haben wir. Das sind mal Rains Sachen, oder? Ja. Wo werden die, es gibt keins für neue Sachen da im Mondprobe. Kraft des Mondes ist auch gefährlichter Harnisch. Nee, muss doch. Aber gerade sind beides Harnisch und es ist beides was ausrüsten. Vielleicht ist der Harnisch für Genius. Hartleder. Okay. Nee, das ist alles für, ja, alles klar. Okay, also da oben ist eins. Das sind zwei, rechts und links und oben. Da ist der Vorhang. Okay. Also da gucken wir direkt. Ja. Aber es ist der. Ach, das sind auch. Das ist der falsche. Ist der nach unten? Wir müssten. Das ist der unten, der. Der untere ist es, ja. Packen wir es mal ein bisschen zur Seite. Obwohl, Moment. Ja, den können wir ja direkt dahin lenken, ne? Ja. Hey, das ist so wie auf dem Güterbahnhof hier gerade. Der ist ja egal erstmal. Ja, aber warte mal. Boah, das ist ja gleich so schwierig. So. Der muss wahrscheinlich ganz nach rechts, oder? Meinst du, dass wir nicht und den da, zuerst ich machen? Ich glaube zuerst den und dann nach unten und dann nach links. Oder? Du hast recht. Und wir müssen dann von oben dann wegstrahlen. Den rechteren. Wahrscheinlich. So ein Kreis. Da haben wir nämlich den hier. So. Das Ding. Den nach links wahrscheinlich? Das dann? Ding verteilt. Warte mal. Ja, das kommt in die Mitte. Oder? Ja. Ja, das kommt hier in die Mitte. Weil sobald er in der Mitte das Licht drauf geht, strahlt es in beide anderen Ecken ab.
Ah ja, stimmt. Nach links nach rechts. Sehr schön. Das gehört also hier hin. Ja, oder ein bisschen höher. Also dann der kommt hier, der obere einfach. Alles da klar. Dann ja alles klar. Nicht umsonst Sokoban gespielt. Räumliches Denken. Sehr gut, ey. Sokoban. War das von Nerdquiz das? Nee. Ich hatte es auch beim Nerdquiz mit dabei, eine der Versionen. So, ich freue mich hier drauf, ne? Dass Nerdquiz bald wieder kommt, doch. Ja, da wirst du die Leute schön abziehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, Nerdwissen bin ich jetzt nicht so. Ja, ich bin ja noch in der Planung. Wir werden das relativ bald dann machen. Aber es wird ein paar Regeländerungen geben und Modi. Also kann man, glaube ich, gespannt drauf sein. Ja, ich bin's auf jeden Fall. Ich glaube, die Leute auch. Das sowieso. Ich war Chat. Könnt ihr ja immer noch, Sie haben auch die Möglichkeit, Fragen einzuschicken. Genau, im Forum gibt es unter Shows ein entsprechendes Thread, wo man das machen kann. Und gerne mehr, gerne her damit. Und gerne auch aus allen Nerd-Bereichen. Momentan ist Wissenschaft noch unterrepräsentiert. Mhm. Das soll ja auch noch mit dazu. Und das fände ich natürlich schön, wenn man das ein bisschen breiter auffächert. Ja, ne? Letztes Mal hatte ich auch schon so ein paar Chemie- und Astronomie-Fragen mit dabei. Ja, stimmt. Aber es soll gerne mal ein bisschen mehr sein. Es ist ja auch eigentlich, also rein theoretisch kannst du auch Sportfragen und sowas mit reinnehmen, weil ich kenne nichts, keine härteren Nerds als Sportnerds. Ist das so? Ja, ey, also frag mal irgendjemanden, ey, wie hat der BVB vor 20 Jahren gespielt und wer wurde eingewechselt? Ja, okay, stimmt. Also wenn das nicht Hardcore-Nerdtum ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Chemie finde ich auch sehr gut. Ja. Das kann man dann vielleicht sowas. Ja, ich hätte Chemie-Leistungskurs. Ah, super. In der Schule. Also komplett versagt, aber jetzt trotzdem. Warte mal, die Tür ist schon offen, ne? Wir können einfach durchgehen. Okay. Klar, wir dürfen auch mal ein bisschen kämpfen. Okay, das dauert nicht schlecht. Das dauert wirklich lange. Oh, das ist cool. Ach, super. Ja, super. Das hat's einmal gemacht, einmal drauf fertig. Irgendwie enttäuschen, ja. Ja, ist so ein Hype und dann gar nichts. Sag mal. Zum selber kämpfen ist die schöne Sheena nicht so doll. Ja. Also, du hast nicht so schöne Combo-Attacken gegeben. Ja. Sie ist dann mehr dafür geeignet, wenn sie wirklich der Computer steuert. Ja. Und man verschiedene Attacken. Ne, ich glaube, Gene ist genauso. Aber der kann ja, der zaubert den nur. Ja. Macht uns so Spaß. Gut. Flying. Apfelgeld, ein bisschen Grima. Du hast die ganze Grima gegessen. So. Ah, ja! Sehr gut. Saftnase, so. Ja, aber. Alles gut gegen ihn. Da wird der Geist wird gepustet. Weggepustet. Ja, weggepustet. Eisenpanzer. Erfahrungsbäume, die können wir auch. Wir haben auch eben vorhin noch eine gefunden. Ja, aber erstmal gucken wir was. Eisenpanzer. Ja. Ja! Da kommt er später. Hi, jetzt wieder. Portiport. Ja, jetzt wahrscheinlich irgendwo anders hinstellen. Komische Apparate, stellen wir sie mal auf den runden Sockel da. Na okay, tun wir das mal. Oh. Ach, guck mal. Da war ja wieder was. Wir sind jetzt im Innenbereich, am besten treffen wir uns, bevor wir weitergehen. Kommt her. Dann gehen wir da mal rüber. Nice, nice. So. Okay, jetzt bin ich wieder cool. Jetzt geht's wieder. Sauber. Ach so, ist ja die Leute. Ich glaube, das andere. Oh nein, nicht.
Oh, die, oh, 10 Sekunden. Der Tüdi-Bär. Mit einer Augenklappe. Super, finde ich. Zu langsam irgendwie. Ja, die zwei richtigen Kampfcharaktere sind eben Kratos und Lloyd. Da ist der Johnny an dem Weg vorbei. Fuck you. Noch. So. Ah, da sind wir wieder. Hey. So. So wie ich die Dungeons kenne, bedeutet, dass es schon der Endboss ist oder so, ne? Wahrscheinlich. Kommt jetzt schon. Bevor wir da reingehen, wollen wir da unten einmal upsaven. Können wir jetzt wieder runter? Ist das alles safe? Na, warte mal, jetzt sind, jetzt sind wir wieder voll. Ja, ja, gut, klar, dann war das so. Ja Aufwand und nix. Ja, gut, ich packe mal Rain rein, packe mal Chines rein. Vielleicht müssen wir reinpacken. Ach ja. Ah, okay, ja, gut, 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 gut. Ah, wir können jetzt aber gucken, ob wir. Ausrüstung haben. Genau. Das war ja. Das ist, sehr schön. Ey, das, also als einziger bei Leute auf Schnelligkeit und Stärke kann ich optimale Ausrüstung. Das ist für ein Unterschied, ey. Das ist doch Bullshit. So, wir müssen, glaube ich, einmal so drumherum. Ach nee, wir müssen durch die. Ja, wir könnten auch den anderen Safe nehmen, aber wir haben keine. Du willst da unten safe? Oder willst du. Ah ja, doch. Kann ich. Achso, ich kann doch, da kann ich noch. Ja, ich will zumindest einmal saven, bevor wir nach Möglichkeit zum Boss kommen, weil ich möchte nicht das hier nochmal machen. Ja, ja. Oh, was habe ich denn da gemacht? Sag mal, ich habe durch die Unisono-Attacke. Okay. Was ist denn hier zu los? Hat er mich vielleicht direkt unterbrochen dabei? Aber dann. Hä, geht das? Ja, ich weiß es nicht. Es kann vielleicht durchaus sein, dass er mich genau in dem Moment getroffen hat, wo ich ausführen wollte. Guck mal, that's more like it. Okay. Ah, da oben ist. Da oben ist unser Bombensding, aber. Nee. Oder? Das euch fehlt Speicherkristall. Ja, dann gehen wir einmal kurz absaven, Leute. Genau. Und gehen währenddessen kurz in die Werbung. Wenn wir wieder zurück sind, dann machen wir weiter. Bis gleich. Bis gleich. Frankenhieb. Schön, Frank.